Jo Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, wir sollten jetzt glaube ich knapp bei Folge 100 sein, wenn ich mich komplett irre, oder? Das könnte hinkommen. Ja, in der letzten Folge war die Soundqualität, also die Audioqualität vom Spiel wieder mal ein bisschen zu laut. Irgendwann werde ich es hinbekommen, Leute. Irgendwann. Blauglanz! Wir haben Blauglanz bekommen! Jetzt haben wir schon 7 Stück. Geilo! Ich kann mal ins Inventar gucken. Wir haben auch gerade eine neue Waffe bekommen. Haben wir nicht gerade eine neue Waffe bekommen? Haben wir nicht gerade eine neue Waffe Was ist das denn eigentlich? Schattengetreue leicht. Ach, das hatten wir eben mal schon. Echt egal. Was haben wir denn jetzt Neues bekommen gerade? Oh. Oh. Okay, okay, Blauglanz. Kannte ich auch schon. Aber haben wir nicht gerade auch eine neue Waffe bekommen? Bin ich gerade dumm? Okay. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Irgendeine Art Tier. Ein Erinnerungsstück der Alten. Ein Erinnerungsstück der Alten. Alles klar, okay. Finde ich gut. Für den Verag. Beweise dich vor dem Verag. Okay, jetzt haben wir in der letzten Folge schon erkannt, wir müssen den Verag beeindrucken, damit wir irgendwie eine höhere Position in unserem Stamm einnehmen. Wir streiten uns nicht über das Wäsche machen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Grenzen der künstlichen Intelligenz, ja? Ja. Kann ich alles scannen, bringt mir aber nicht wirklich viel. So, hier haben wir nichts mehr zu tun, das bedeutet, wir gehen einfach mal nach draußen. Und wir haben wirklich viel vor, wir haben wirklich verdammt viel vor. Kann ich hier noch irgendwo weiter oder muss ich jetzt wirklich zurück? Was sind das alles für Punkte? Lass mal gucken in den Quests. Für den Verag. Oh mein Gott. Räume das Lager der Banditen. Schließe eine Prüfung im Jagdgebiet ab. Oh nein, das mache ich ja gar nicht. Repariere und überbrücke den Langhals. Rede mit Sikuli. Gut. Wir machen das einfach mal, würde ich sagen, oder? Wir nehmen das einfach mal in Angriff. Ich bin positiv, dass wir das schaffen. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg hier durch die Höhle rauslaufen? Ehrlich? Ist in einer Schatz... Wie nett ist das denn? Die Stubschleuder ist in einer Schatzkiste verfügbar, die du in deinem Inventar öffnen kannst. Wie sie das einfach netterweise hinschreiben, weil natürlich... Sie wissen natürlich, dass viele Leute zu doof sind, das zu wissen. So wie ich natürlich auch, also, ja. So, Banuk Sturmschleuder und Sturmbolzen. Okay. Ich will die ausrüsten. Warte, Inventar. Oh mein Gott. Aber was legen wir dafür weg? Ich würde sagen... Alka! Was ist das jetzt genau? Alter, wie sie das nachlädt. WTF? Das ist jetzt so ein Elektroblaster? Sehr stylisch, gebe ich zu. Krass, okay. Finde ich schön, dass durch DLC auch neue Waffen dazugekommen sind. Finde ich sehr sozial. Finde ich sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Kann ich hier den Reintritt irgendwo runterspringen? Das wäre der Hammer. Wenn ich jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss, wäre das der Hammer. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Ist hier irgendwo was zum Abseilen oder so? Das wäre wirklich sehr freundlich, liebes Spiel. Hier ist nichts zum Abseilen. Feuerfeuer. Speichern wir mal kurz. Kann doch nicht sein, dass hier nichts was zum Abseilen ist. Da bin ich einfach dumm und sehe es nicht. Das kann natürlich auch sein. Runterspringen kann ich nicht. Da bin ich tot. Aber sowas von tot. Also toter als tot. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wie tot kann ein Mensch sein? Wo ging es denn hier nochmal hoch? Hier. Halo, bitte, bewege deinen wunderschönen Hintern noch da oben. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ist das Glas oder fahre ich da runter? Ich will es nicht versuchen. Ich fahre da runter, okay. Alles klar. Kann ich mich hier wirklich nirgends abseilen? Das ist ja richtig assi. Okay, dann müssen wir wohl den richtigen Weg zurückgehen. Oh Gott, Adrenalin des Todes. Okay, dann müssen wir hier wieder hoch. Halo. Gleich wie eben, Hintern hoch. Halo? Ich weiß, dass es hier hochgeht. Komm schon. So ist fein, meine Lady. Ist
hier wirklich jeden Punkt, wo ich mich abseilen kann? Muss ich jetzt die ganze Höhle zurücklaufen? Ist das dein fucking Ernst? Wenn ich hier auch nicht runter, überlebe ich das nicht. Das sollte ich überleben, oder? Versuch's einfach mal. Das wäre richtig dumm, was ich hier mache. Das überlebe ich niemals. Doch, ich überleb's. Sehr geil. Das werde ich vielleicht noch rutschen mal runter. Geilo. Ich kann einfach den Hang runterrutschen. Sehr schön, okay. Müssen wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen, finde ich sehr schön. Und ich sehe auch Heilkräuter. Das finde ich auch sehr schön. So, nehmen wir alles mal mit, denn wir können das alles irgendwann brauchen. Heilkräuter sowieso. Obwohl, das war... Mann, ich brauche keine Eistränke. Ich brauche die Blumen für Eistränke nicht. Ich brauche Heiltränke. Was ist das da unten, ne? Ach, das ist der Berg, den wir... Oder eine Bär... Oh, nein, das überlebe ich nicht. Ey, Leute, hoch! Das hätte mir gerade fast das Leben gekostet. Wie komme ich hier runter? Komm, da findet man doch auch noch einen Weg. Was ist denn? Hier ist schon ein Weg. So einfach war das. Rutschen einfach wieder runter. Sehr geil. Wie diese Funktion mit... Oh, shit! Oh Gott! Hätte ich das Schild jetzt nicht gehabt von der Schildrüstung, wäre ich tot gewesen. Bin ich hier wirklich festgepackt? Nein, natürlich nicht. So, mein liebes Schild, nimmst du mich mal bitte nach. Da reinholz nehmen wir auch mit. Okay, alles klar. Warum hast du gerade gepiepst? Ich bin nervös, hör auf. Nein, pfui. Versuch einfach mal durch diesen Schneesturm zu kommen und irgendwie runter auf einem illegalen Weg. Ich glaube, auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Ich denke es mir auch gerade. Hier kommen wir nicht weiter. Ich will nicht den normalen Weg zurückgehen. Das ist so langweilig. Ich will einen neuen Weg entdecken. Kann ich hier denn über die Berge irgendwie vielleicht? Warte, Stöcke mitnehmen. Wir forschen einfach mal ein bisschen das Gebiet. Ich denke, das gehört auch ein bisschen zum Spiel dazu, dass man einfach die Lande entdeckt. Hier weiterzugehen bringt nichts. Was? What kann nicht betreten werden? Ich habe gerade gelesen, das kann nicht betreten werden. Warum nicht? Ist doch assi. Muss ich jetzt wirklich einen Weg zurückgehen? Ist ja mega lame. Na gut, dann gehen wir halt einen Weg zurück. Wenn das Spiel uns zwingt, können wir uns dagegen nicht wehren. Ne? Alter, wie Aloy auch so breitbeinig herumstolziert, wenn der Tief Schnee, wenn der Schnee tief ist. Komm ich da rüber? Oder wo geht's zurück? Kann ich da rüber oder wo muss ich jetzt lang? Keine Ahnung. Also ich könnte auch einfach zu einem Lagerfeuer schnell reisen, was da ganz unten irgendwo ist. Das würde rein theoretisch auch gehen, aber es wäre wieder mal langweilig. Wir machen nichts, was langweilig ist. Machen Adrenalin. Von da unten sind wir gekommen. Lass uns mal runterfallen. So, wir leben. Sehr schön. Finde ich gut. Bitte wieder runterrutschen. Finde ich sehr schön. So eine kleine Rutschpartie mit der lieben Aloy. Sind denn die ganzen Tiere oder besser die ganzen bösen Maschinen jetzt auch gerespawnt hier? Demnach, dass der große Klops da hinten nicht gerespawnt ist, habe ich Hoffnung, dass hier nichts gerespawnt ist. Wir müssen jetzt doch nicht durch die ganze Höhle nochmal zurück, oder? Wir müssen doch irgendwie anders auf den Berg runterfinden. Jump run. Sehr schön. Stolz auf dich, Aloy. So. Hier kommen wir, glaube ich, nicht irgendwie anders vom Berg runter. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ne. Wir müssen aber wirklich die ganze Höhle zurück. Oh Gott! Aloy, was machst du? Aloy, das ist keine gute Idee, hier zu sein. Oh, doch, das ist eine gute Idee, hier zu sein. Mal rein aus Interesse, das ist ein Wasserfall. Mal rein aus Interesse, ist da unten ein See. Mal rein aus Interesse, überlebe ich das? Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Oh Gott. Ernsthaft, deswegen bin ich gerade gestorben. Das war die... Mal ohne Scheiß, das war die dreckigste Sterbeanimation, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Was war das denn? Das hätte ihr doch wenigstens schön imitieren können. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr runterzulaufen. Jetzt teleportieren wir uns. Schön gemacht, Spiel. Da hast du mir das... Ja. Kannst du mal bitte schneller laden? Das wäre wirklich sehr freundlich von dir. Ich weiß, dass ich Brutstätten finden kann und die Kerne überbrücken. Das haben wir schon tausendmal gemacht in diesem Let's Play-Spiel. Schön. Ich würde ganz gerne schnell reisen. Und zwar nach... Na gut, irgendwo runter halt, ne? Wo sind denn Quests? Hier ist eine Quest, hier ist eine Quest, hier ist eine Quest. Was ist das hier? Geteiltes Geheimnis. Finde das Schintal. Okay, wir gehen einfach mal nach. Was ist das für eine Quest?
Leute mit Sekuli. Okay, dann machen wir das einfach mal. Das ist im Lager, das finde ich sehr schön. Dann gehen wir mal direkt hierher. Nee, ich will da nichts markieren. Ich will das. Ich will dahin schnell reisen. Die Banuk schlechter Champion und Powerschussbögen können mit Blauglanz erworben werden. Ist mir bewusst. Und auch ein paar richtig nice Rüstungen. Die mir wichtiger sind wie die Kackbögen. Die Bögen sind mir nicht so wichtig. Auch ja, aber nicht so wichtig wie der Blau. Das durch Blauglanz erworbene Rüstungszeugs. Ich will die Rüstung haben, die eine coole. Mann! Und ja, die Rüstung ist mir wichtiger wie die Waffe. Ist selten so in einem Spiel, aber in diesem Spiel ist es tatsächlich so. Horizon Zero Dawn hat es geschafft, mich für eine Rüstung mehr zu begeistern wie für einen Bogen. Ja, ist so. Ich finde einfach, Style in diesem Spiel ist auch unheimlich wichtig. Und man will ja ein bisschen mit der Aloy angeben können. Guck mal, das ist meine Aloy. Das funktioniert auf Twitter und Instagram übrigens ganz gut mit Screenshots von Horizon. Der Fotomodus ist auch mega. Ist auch schön, wie ich den Ladescreen hier gerade wirklich gut überbrücke mit meinen ganzen Lava-Einlagen hier. Jetzt geht mir aber der Saft aus. Ladescreen, kannst du dich mal bitte beeilen? Mir ist eigentlich aufgefallen, dass die Ladescreens in Frozen Wilds deutlich länger sind wie im alten Horizon. Kann das sein? Schnitzexpertenfertigkeit freischalten, um dann. Ich wollte das gerade lesen! Mann! Alter, der Ladescreen hat ja gerade mindestens 2 Minuten gedauert. Wir sind noch immer nicht durch. Wieso dauert der so lange? Ist im Spiel irgendwas nicht in Ordnung? Hallo, Spiel? Hallo? Ich soll Andreas Felsmalerfreundin finden. Gemälde sind wohl wichtig für die Banus. Was am Donner kann passieren? Felsmalerfreundin, ja, yep, genau die wollen wir finden. Wo ist denn das nächste? Das nicht? 1000, 1000 ist zu weit. Durch die Flut zum Schweigen gebracht. Oh. Gut, das geht ja. Ist das Richtige? Ich guck mal auf die Karte. Jupp, das ist richtig. Da wollen wir hin. Ja gut, auf die Quest können wir nicht zugreifen, aber wir sind trotzdem wieder hoch. Alles klar, wie komme ich da genau hoch? Nur genau das, was sie wollen. Frisch in ihren Leute, wie komme ich da hoch? Wenden einfach mal eine Leiter, vielleicht kommen wir so irgendwie hoch. Ich bin positiv, das kriegen wir hin. So, dann geht's hier hoch. Wie das wirklich, wirklich so wie in der damaligen Zeit gebaut ist. Das ist voll schön. Also, ich will es mal Kulissen bauen und so weiter nennen, das verstehen sie wirklich. Das ist krass. Also Grafik und so weiter, das spielt einfach nur Bombe. So. Ja, du darfst hier hoch, Aloy, das ist ja nett von dir. Wir sind jetzt schon bald auf der richtigen Höhe. Es war ein langer Tag. Hier sind viel zu viele Symbole. Kann ich eine Quest direkt markieren? So, warte mal, Quest. Aufträge, nein, nehmen wir es. So, hier. Ich kann nicht ein Ziel direkt auswählen. Schade eigentlich. Eine Weile lang darin verlieren. Aber ich muss weiter hoch, das sehe ich schon. Oh, gratis Loot. Hey, hier. Wie ist ja nicht? Da komme ich denn hier auch irgendwo weiter hoch? Ansonsten bin ich hier gerade umsonst hochgelaufen. Ach hier. Ach, könnte ich denn das übersehen? Aber das werden doch nicht die ganzen Stammesmitglieder hier jedes Mal machen, wenn sie da hoch wollen, oder? Die werden doch nicht immer hier hochklettern. Das wäre doch viel zu umständlich. Oder machen sie das doch? Das ist wie ihre durchtrainierten Körper. Was ist denn da? Sehr schön. Was ist denn hier noch irgendwo höher? Da geht's doch höher. Da geht's doch höher. Wir wollen ganz hoch, wie es aussieht. Was will die Fremde hier? Ich suche nach Sekuli. Das bin ich. Komm, komm. Oh. Bringen wir es hinter uns. Jetzt will ich hierher. Warte kurz. Wie runter? Das ist eine tolle Aussicht. Eine nützliche Perspektive. Wie flüchtig wir sind, wenn die Welt so groß ist. Von hier sieht man, wie das Licht langsam über das Land zieht. Ständig wechselnd. Es ist lehrreich. Unsere Spuren schwinden. Diese Einstellung klingt recht düster für eine Malerin. Kennst wohl nicht viele Künstler, oder? Sangesgrund braucht neue Sagen.
Ich habe diesen Stein bereinigt als Neuanfang. Doch sowas braucht neue Farben. Frische Pigmente. Ganz einzigartige. Urea sagt, du kannst mir beim Vera Geltung verschaffen. Urea ist etwas merkwürdig. Aber ich trank in einem Schneesturm mal Farbe, also sag ich nichts. Ich werde dir helfen, wenn du mir die Pigmente bringst, die ich benötige. Ich soll dir Pigmente bringen? Okay. Du und Urea Freunde? Urea sagt, ihr werdet Freunde. Ich male jetzt, was ich fühle, nicht über die Vergangenheit. Urea verstand es. Die meisten Banuk nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Aratax Vera gedurft hätte. Mehr über dich. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin ganz ohr. Warst du schon immer Malerin? Ich habe immer gemalt. Aber ich wurde erst Malerin, als man mich aus Ban-Ur vertrieb. Da oben überdauern die Zeichen. Sie übermalen dieselben Linien. Mit denselben Farben. Immer aufs Neue. Als Kind habe ich sie zur Übung nachgemalt. Mit der Zeit bekümmerte mich ihre Vertrautheit. Wir, die Banuk, könnten genauso gut im Eis feststecken. Wir sehen lebendig aus, aber bewegen uns nicht. Mhm. Pigmente tauschen. Wir haben doch keine Pigmente dabei, oder? Ach so, bei dir kann ich das handeln. Pigmente Belohnungs... Was ist das denn? Ach so. Ich brauche aber keine Pigmente. Es tut mir leid. Wo finde ich Pigmente? Diese Pigmente für dich. Wo finde ich sie? Salze sammeln sich am Rand von Geysiren und heißen Quellen. Kristalle hängen an Steinen und Klippen. Ach so. Banuk-Malereien? Die Banuk-Felsmalereien sind beeindruckend, aber... Du fragst nach ihrer Bedeutung. Das ist zwar die falsche Frage, aber von mir aus. Manche sind ein Ruf an die Maschinen. Diese heiligen Formen auf den Metallhüllen oder bei Brutstätten. Erhören die Maschinen den Ruf? Ich weiß nicht. Andere wie meine sind für den Stamm. Wie eine Inspiration oder Weissagung. Manchmal hören sogar die Männer zu, wenn das Bild laut genug ist. Manchmal hören sogar die Männer zu. Was soll denn das jetzt bedeuten? Soll das eine Anspielung sein? Also ich bin da ganz ohr, wenn du mehr darüber reden willst, ne? Okay, wir verabschieden uns mal. Ich schaue, was ich finden kann. Such die strahlendsten raus. Ein plötzlicher Farbtupfer im Schnee, Fels oder Metall. Schon das belohnt einen. Aber ich belohne dich auch. Du belohnst mich. Das ist sehr schön. Finde ich schön. Dass hier ein Spezialhändler für Pigmente ist. Wozu brauche ich Pigmente? Kann ich mir dann selbst so Malereien ins Gesicht tupfen? So wie die Banuk das hier machen? Also man sieht ja bei jedem Banuk, dass die irgendwas im Gesicht hängen haben. Also so malereitechnisch. Aber egal, Leute. Das ist erstmal gewesen mit dieser Folge von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Oder erstmal hoffe ich, dass ihr bis jetzt hierhin geguckt habt. Das wäre auch schon sehr nett. Danke. Ja, Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst mich jetzt ein kleines Kommentar da und auch eine kleine Bewertung. Ciao, Leute. Ciao.